ja geil. Jetzt kannst du eigentlich theoretisch überall Portale öffnen, so ein bisschen. Und damit überall. Boah, nein, das wird sich verändern, dass wir von dem weißen. Dass wir von dem weißen Zeug getroffen werden. Ich wusste, ich werde an irgendwas denken, an das ich nicht denken sollte. Naja. Ach, ist ja auch geil. So. Da jetzt alles voll ist mit diesem Mondgestein, können wir uns hier ja mal umsehen, wa? Das ist eine wirklich große Testhalle hier. Na dann, wo wollen wir denn lang? Muss ich da oben rauf und dann runterhüpfen oder was? Oh, guck mal, eine Leiter, wo wir rauf können. Ja, von hier oben macht das Spaß. Hoffe ich mal. Achso, von hier oben müssen wir bestimmt runter. Komm, mach mal. Das schießt in die Richtung. Nee. Auch nicht so richtig. Nope. Nicht die Stelle, die ich haben wollte, jetzt. Auch nicht so richtig. Ah ja, besser als nix. So, den hauen wir mal da drüben. Ach so, ja. Ach, jetzt verstehe ich das. Gut. Was brauchen wir jetzt da? Ach so, jetzt können wir gar nicht. Jetzt müssen wir hier wirklich alles weiter voll machen. Es scheint. So, und die kommen jetzt auf die Schräge. Und jetzt kann ich auf der Schräge dann nach. Portale öffnen. Gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das bringt und vor allem, wie viel Gel die bitte haben dafür, dass es so teuer ist. Aber schön. Auf jeden Fall ist es toll animiert, wenn ich das so sagen darf. Ich habe aber noch keinen blassen Dunst, wie ich darüber komme. Muss ich da hoch vielleicht irgendwie aus einem. Ich weiß es nicht. Die müsste ich ja dann theoretisch von da aus treffen irgendwie, ne? Oh. Noch zu den Spaß, das hier alles anzumalen. Was habe ich dem Orangen, ne? Jetzt nicht, ich muss jetzt hier einmal rum alles irgendwie weiß machen. Da hätte ich dann jetzt so dezent keinen Bock drauf. Aber ich glaube, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ach du Scheiße. Ich gehe einfach mal rum, mach alles weiß. Ist okay. Passt schon. Bam, bam, bam. Kann der hier rutschen hier? Nee, da. So, ich finde aber schön, dass es mal von uns weit weg nutzt. Das weiße Zeug. Wir verstehen uns, ne? Ach Gott. Meine Let's Plays werden nicht mehr jugendfrei, habe ich jetzt nicht mehr manchmal. Ja, schön, jetzt fließt das hier durch. Und ja. Ich habe so keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache erstmal alles weiß. Wird schon richtig sein. Da die anscheinend zu viel davon haben. Moment mal. Nee, das ist richtig. So, das funktioniert nicht. So, das hier. Ah ja. Ach, geil. So, passt auf. Und jetzt kann ich nämlich hier das machen. So, und jetzt hier wieder rüber. Und jetzt hier wieder rüber. Und da oben. So kann ich mich hocharbeiten bis zu den Treppen oben. Sehr schön. So, und jetzt hier. Ach, wie geil. So.
Jetzt kann ich hier auf die Schräge springen. Theoretisch und... Jo. Nee. Wo muss ich denn hin? Darüber, ne? Also da und vielleicht fliege ich dann hier rüber oder... Ja, ich guck mal, passt schon irgendwie. Aber erstmal runterspringen. Ah, verdammt. Und nochmal da hoch. Kann ich das irgendwie... Nee, das kann ich irgendwie nicht. Okay, nochmal. Was hatte ich gesagt? Da unten, ne? So, dann muss ich hier runterspringen. Irgendwie macht das für mich keinen... Ach so, nee, stopp. Deswegen ist hier das zweite Teil. Und ich wundere mich, warum es hier noch so ein Teil gibt. Hui! Jetzt erklärt sich warum. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich! Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche es auf Band, damit sich jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Ja. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Oh, das war Carolyn. Also ist das wirklich die in den Computer geschmeißte Person. Ich wollte mal sagen, das sieht aus, als wäre hier alles eingeschneit. Das finde ich voll schön. Ja, ich gebe jetzt mal keinen zweiten Kommentar über Weiß gebracht. Ich speichere hier nur mal ganz kurz aus Sicherheitsgründen. So. Weil eigentlich müsste ich ja auch schon wieder die Folge irgendwie mal so ein bisschen beenden, aber ich denke mir so, nö. Ach Quatsch, ich mache noch eine Viertelstunde. So. Ich mag es nicht, wenn diese Musik losgeht. Ich mag das ganz und gar nicht. Okay, thank you for your volunteering. Ich glaube, langsam aber sicher kommen wir dem Ende, wa? Was? Elevator to Surface. Zoom-Ansicht? Ja. Jetzt brauche ich hier die Zoom-Ansicht. Ja, hier ist eine Linie. Damit hört es aber auch schon auf. So, wir können nach da oben. Hier ist ein Brett. Und da geht's tief runter. Nee, das wollten wir jetzt nicht unbedingt. Ah, ich hab voll verpeilt, dass es hier eine Zoom-Ansicht gibt. Jetzt ist nur die Frage, wo zum Teufel wir hin sollen, weil ich... Ach so. Ich merke schon, wo wir hin sollen. So kann man das natürlich auch machen. Jo. Wir zoomen mal nach unten. Ich wette, jetzt müssen wir uns ganz weit hocharbeiten. So, und jetzt... Nein. Okay, sind wir jetzt höher? Ja. Und hier ist der Fahrstuhl. Oh mein Gott, hier ist der Fahrstuhl. Oh, ich dachte gerade, wir fallen. Ich denke jedes Mal, wir fallen. Verstehe ich, wofür wir die Zoom-Ansicht angeblich brauchen. Kann man da? Nee.
Na nü. Also muss man hier durch, ja? Ach, das ist Licht. Das ist gar keine weiße Ebene. Das ist Licht. Ja, super. Und jetzt? Ich meine... Hä? Mag mich meine aufklären irgendwie, was wir jetzt machen sollen? Also von hier ist... Ah, ich sehe, was wir machen sollen. Langsam aber sicher gewöhnt man sich ja daran, überall runter zu springen. Oh Gott. Ah! Ach, wie cool. So. Ach so, ja, dann können wir eh so oder so einfach runter. Oder auch nicht, dann gehen wir halt durch die Wand. Ist mir egal. Voila. Nein, 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 stopp! Oh Gott, so. Geh mal weg. So. Jetzt bin ich auf dem Brett, lass mich raten. Hier ist bestimmt schon vorhin an mir gewesen. Vor mir einer gewesen, der das Brett angelegt hat. Schon weiße Wand, weiße Wand. Gut, merke, bringt nichts. Ich hab grad so ein bisschen keine Peilung. Ach, hier kann man ja auch noch rübergehen. Kann man hier irgendwie was? Nee, weiter zurück können wir aber auch nicht. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Kommt man hier hoch? Kommt man hier hoch oder hier? Nee, man kommt schon hier hoch, ist richtig. Hui! Nee, 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 nee. Das ist gruselig. So, jetzt stehen wir auf dem Teil. Wie sollen wir denn jetzt da hochkommen? Gibt es hier eine weiße Wand? Ah! Okay. Ah, oh! Aua! Mensch! Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh! Es geht weiter. Ich lerne immer mit der Figur. Ich glaube, das merkt man. Oh Mann, eigentlich wollte ich nur eine Viertel- bis halbe Stunde aufnehmen. Jetzt wird es schon wieder eine ganze, aber hey. Die Sessions werden länger, weniger zum Arbeiten. Eigentlich müsste ich an meinen Schulaufgaben sitzen. Naja. Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Nee. Nee, 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 nee. Nee, sehe ich nicht ein. Kommt man hier rein? Nee, gut, dann nicht. Ach so, das sind alles so nur weißen Streben. Okay. Langsieren wir auf dem Brust. Why not? Ach, lass mich raten. So, jetzt muss ich doch bestimmt hier runterspringen irgendwie. Nee. Ich muss hier runterspringen. Und hier hochkommen. Ja, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich probiere es mal. Nö, reicht nicht. Aber die Idee war gut. Gucken wir nochmal. Upp. Nein! Au! Ah! So. Ach, guck mal. Was ist denn hier? Hier ist eine Tür. Kommt man hier durch? Nee. Ach, Mann. Wenn man denkt, man hat was entdeckt. Naja, gut. Ich würde sagen, es reicht dann auch jetzt erstmal wieder. Ne?
die Stunde mache ich doch nicht so wirklich voll. Wie gesagt, ich habe noch was für die Schule zu tun und so. Tut mir leid. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.